geht's mit und weiter geht's mit dem nächsten Video. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Das hier wird nämlich auch das letzte Video jetzt sein, weil gleich haben wir nämlich das Spiel durch. Aber ich weiß nicht, müsste eigentlich das letzte jetzt sein. Abwarten. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Nein! Hey! Nicht sie weg hier! Los, 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 los! Ja, wir müssen weg! Ja! Muskel.
Gras richtig gerade. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau... da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie in die Minen? Ich wurde getragen und geschleift. Und was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Ja. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Ich habe zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht. Ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Engen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie ihm ein paar für mich? Wie bitte? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Gibt's da vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Oh nein, nichts von Bedeutung, bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört. Nein. Nicht mich. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich
habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Ja, wie ihr gesehen habt, haben alle überlebt. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wenn ihr sehen wollt, wenn bei euch die Videos ziemlich gut angekommen sind, werde ich den zweiten Teil zeigen. Und zwar drehen wir die Geschichte mal andersrum. Und zwar, wie alle sterben werden. Oder beziehungsweise wollen wir, zeige ich euch, dass alle sterben und wie das Ganze funktioniert. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass Josh in der Reihe fehlt. Der hat überlebt, mehr oder weniger. Und das seht ihr jetzt, was ich damit meine. Dort unten ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Ja, das war's mit der kompletten Geschichte von Until Dawn. Wie ich es ja erwähnt habe, haben in dem Teil alle überlebt. Und wenn ihr, wie gesagt, sehen wollt, die andere Seite der Geschichte, dann schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Das war's von mir und Until Dawn. Vergesst nicht zu bewerten. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Lasst doch mal über ein Like da und kommentiert fleißig, wenn ihr das wollt. Geht auf meine Facebook-Seite und lasst da auch ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.